Und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit Neues Spiel Plus. Ich habe gerade gelesen, hier während die Endcard lief von der letzten Folge. Bei Neues Spiel Plus behalten Sie alle bereits gesammelten Fähigkeiten, Waffen, Outfits. So. Warte mal. Ich will das nochmal komplett durchlesen. So. So, wir haben ja, wie gesagt, Neues Spiel Plus. Fähigkeiten haben wir alle behalten, haben wir in der letzten Folge gesehen. Outfits, Waffen-Upgrades und ihre Ausrüstung. Das wollen wir doch gleich mal feststellen. So. Wir haben aber im... Naja, das geht, da geht es um die Upgrades, genau. Nicht um die Waffen selber. So. So. Das hier war nur eine Pfütze. Also... Ja, okay. Hätte ja sein können, dass das Ding hier tiefer geht. So. Wir sind hier immer noch im Dschungel. Wir spielen übrigens mit der, wer jetzt neu hier auf dem Kanal ist, wir spielen hier mit der Outfit-Mod, die wir sehen. Link in der Videobeschreibung. Und wir spielen auf Schwierigkeitsgrad schwer. So. Gut. Und wir sind hier im peruanischen Dschungel gelandet mit der Lara. Und wir wollen jetzt... Wir müssen... Ist das schon hier das Ziel? Wir müssen... Das Ziel ist natürlich da drüben. Wir gehen dort aber noch nicht hin, weil wir erst das ganze Ding hier, den ganzen Dschungel auseinandernehmen wollen. Alles komplett. Voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ja. So, Gräber, die ganzen Geheimnisse, was haben wir inzwischen alle? So, wir haben ein Lager haben wir gefunden, ansonsten wir haben ein Relikt gefunden und natürlich ein Buddelversteck. So. So. Herausforderungsgrab, genau. So, wo haben wir das jetzt gefunden? Blumen pflücken. Ah, das ist die Herausforderung, die zweite. So, da haben wir, wir haben zwei Herausforderungen hatten wir hier. Zwei hatten wir, oder? Herausforderung. Welches waren jetzt die Herausforderungen? Ein Monolithen, ne? Wandgemälde. Welches waren jetzt hier? Herausforderung. 0 von 2. Wir haben die angefangen, aber noch nicht geschafft. So, lass mal los, den Scheiß. So, sammeln wir mal das Lagut ein. Ich kann nicht mehr tragen. So, wir müssen uns auf jeden Fall auf den Bäumen hier mit umgehen. Von da oben sind wir gerade gekommen. Nester plündern, genau. So, wir gehen aber mal. Warte mal, wo hast du jetzt das Herausforderungsgrab entdeckt? Das war da hinten, genau. Das war ja in so einer ziemlich am Ende von dem Unmöglich. Tunnel. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Genau. So. Krypta entdeckt. Na was denn nun? Ich will keine Krypta, ich will das Herausforderungsgrab. Guck mal hier. Machtkampf. Ein Bericht über interne Machtkämpfe. Cusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen. Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavallerie. Seine Falkonette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arkebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavallerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinander trafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luis Tagebuch. Jo. So. Wir wollen, nee, die Krypta will ich noch nicht rein. Ich will erst in das Herausforderungsgrab. Die Krypta machen wir danach. So, ich will erst, wir müssen hier rein zu dem Grab. Das war links vor linker Hand. Was? Nee. Ich dachte jetzt irgendwas zum Ausbuddeln. So, dafür Herausforderungsgrab. Ja, will ich haben. Guck mal hier. Krypta machen wir danach. Oh, Entschuldigung. So. Auf jeden Fall hier nichts im Auge behalten. Aber ich sehe gerade, die Tür hier
Kommen wir durch? Fehlende Ausrüstung für den Feuerwehr ist die Kletterarzt vor. Ja. Die erste Mission im Katsumel, das war Gottsumel, das war ja anscheinend in Dings. Eine Toriel-Mission, wo wir jeden Scheiß haben. Aber das sind hier. So, wir kommen hier also noch nicht rein. So. Wo wir nicht reinkommen, dafür kommen wir natürlich nochmal wieder, ist ja klar. Also gehen wir doch in die Krypta, wenn wir dort schon reinkommen. Aber ich glaube, die Öffnung, die war für Messer, glaube ich. Ich weiß es nicht schon ganz genau. Apropos Tutorial. Ja, der erste Reboot-Teil, der kommt mir irgendwie manchmal ein bisschen vor wie ein Gesamt-Tutorial für die nachfolgenden Teile wie Rise und Shadow hier. So. Guck mal hier. Jo. Mach mal hier, Haufen weg. So, machen wir erstmal die Krypta, okay. Na gut, geh durch. Na, was denn nun? So, warte mal. Ach so. Jo. Super. Nun? Kommst du bestimmt nicht durch, oder? Müssen wir irgendwo hochklettern? Jetzt für dich hier durch? Vorsichtig! So. Da willst du diese Kryptas und die allgemein, die Gräber. Die haben hier schon ein ganz anderes Kaliber als noch im ersten Reboot-Teil. Das hat sich deswegen sagte ich ja, der erste Reboot-Teil wirkt wie ein Tutorial. Wohin das wohl führt? Jo, keine Ahnung. Guck mal hier, wenn wir das irgendwie... Nee. So drüber hüpfen, guck mal hier. Hoppa. Jo. Weil die Gräber, die Herausforderungsgräber und sowas... Ich glaube, Krypta gab es ja gar keine. Die Herausforderungsgräber im ersten Teil, die waren ja lächerlich. Oh, Jacks Tagebuch 2. Wir finden natürlich das zweite vor dem anderen. 30. Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Raleigh gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihm zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Jo. Jo, Wandgemälde, genau. So. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen, auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Ja, im Gegensatz zum Vorgängerteil muss ich jedes Mal hier Tabulator-Taste drücken, damit Lara uns das auch hier alles vorliest und erklärt. Damit wir hier nicht dumm aus dem Spiel rausgehen. So. Warte mal da unten? Ich würde erstmal da unten hin. Jawohl, ja. Was haben wir denn hier? Nett gefragt. So. Überreste. Nee, sag Lara was dazu. Outfit-Herstellung. Einige Outfits gewähren Gameplay-Vorteile, wenn sie getragen werden. Wechseln Sie das Outfit. Ja, ja, das kennen wir ja. Es muss einen Weg hier rausgeben. Ja, ja. Da oben war aber noch mehr. Wir gehen oben dann natürlich in die Krypta nochmal rein. Hier hoch können wir ja nicht. Hier ist ja Lara gerade runtergerutscht. Ja. Entschuldigung, Lara. So. Wir rennen ja aber mal lang. Vielleicht kriegen wir hier noch ein Buddelversteck, aber... Ich wollte oben nach einem Buddelversteck noch gucken, aber... Keins gefunden. So. Erstmal raus hier. So. Und oben nochmal rein, da gab es ja noch einen Gang. So. Guck mal hier. Fehlende Ausrüstung. Ja, aber bei Rise of the Tomb Raider hatte sie ja von Anfang an die Kletteräxte dabei. Zwei Stück.
Und hier natürlich wieder nicht. Das muss der Weg nach oben sein. Jo. So. Und hier gibt es nur einen Weg nach unten, deswegen nehmen wir den doch nicht. So. Ah, okay. So, wo kommen wir hier raus? Ach so, hier sind wir ja. Ach so, ja, wunderbar. So, da können wir hier direkt weitergehen. Wir können aber auch hier nochmal nachsehen, ob wir hier noch ein Buddelversteck finden. So. Na, hier war ja die Falle. So, ich denke mal, auf der Falle ist kein Buddelversteck. So, dann gehen wir hier hin. Hier ist Falle. Guck mal hier. Zack. Scheiße. Na, was denn? Ara, du kannst auch still springen. Jo. Noch kein Buddelversteck gefunden. So. Stacheln, guck mal hier. Wir springen natürlich knallhart auf die Stacheln drauf, weil ich jetzt die Kletteraxt benutzen wollte. Die will ich haben. So. Es muss einen Weg hier rausgeben. Ja, super. Wo wir hier wieder starten, das ist der Hammer. Hasse Checkpoint, habe ich das schon mal erwähnt? In der Ausrüstung, Kletteraxt. Ja, jetzt hör auf, dir an den Arsch zu fassen, Mann. Brauch ich auch nicht. So, Das muss der Weg nach oben sein. Nein, das ist der Weg in die Freiheit. Na hier, zack. Und... So, warte mal, was ist hier unten? Das ist hier das Ding, wo wir gerade... Oh. Was hat der gerade... Das war für das Seil, was gerade hier aufgeplumpen ist, oder? Ja, ich glaube schon. So. Da. Jo. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt könnten wir wieder hier runterrutschen, machen wir aber nicht. So, hüpf mal drüber hier. Ja. Das heißt Gesäßpaste, Lara. So. Bloß. Ach so, warte mal. Wir müssen. Genau. Hm? Jo, also fein gemacht. So. Gut, das mit den Gängen, das hat sie ja nun erledigt. Das ist ja direkt hier komplett. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Ah ja? Warte. Verborgene Kammer in der Nähe? Was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist das, was wir gerade geholt haben. Na, warte mal. So. Ich glaube, hier kommen wir wieder raus. Hier sind wir reingegangen. So. Verbogene Kammer in der Nähe? Etwa hier drin noch? Irgendwie da hoch? Da oben noch was? Nee. Warte mal. Das Ding. Jo. Alles voll. Ich jawohl. Kann nicht mehr tragen. Ja, was haben wir hier? Alles voll. So. Ah, Schatzkarte. So. Okay, uns werden hier Reliktdokument. So, wie viel brauchen wir denn? So. Das verteilt sich natürlich auch über die Ecke, wo wir noch hin müssen. So. Wir wollen erstmal nachsehen, wie viel uns jetzt von dem Ganzen angezeigt wird, was wir machen. Wir haben 1 von 9 Relikten. Wir brauchen also noch 8. 1, 2, 3, 4, 5.
So, es werden hier fünf von acht Relikten angezeigt, die wir brauchen dadurch. So, Dokumente, wie viel werden uns davon angezeigt? Wir brauchen noch 10. Das sehe ich auf den ersten Blick, dass wir uns keine 10 Dokumente angezeigt haben. 1, 2, 3. 3. So, Kryptas. Brauchen wir insgesamt. Ne, was ist das? Ne, das sind die Wandgemälde. 7. Angezeigt werden uns 1, 2, 3. Ja. 3 von 6, die wir noch brauchen. Was wird uns noch angezeigt? Herausforderungen kennen wir? So. Was ist das hier? Der Monolith ist also hier hinten. Da brauchen wir hier vorne dann nicht danach suchen. So. Wir würden erstmal die Sachen mit ansteuern, die uns angezeigt werden. Und auf dem Weg dorthin sehen wir dann, denke ich mal, auch den Rest. So, wir laufen hier nochmal quer durch die Walachei. Vielleicht ist ja hier noch ein Buddelversteck hier irgendwo. Aber. Dafür habe ich nicht genug Platz. Nee, Lara gackert nur rum, dass ihre Taschen zu eng sind. Naja. So. Wie gesagt, wenn wir irgendwas vergessen, kommen wir zurück. Aber je mehr wir am Anfang mitnehmen. So, gehen wir wieder durch hier. Okay, hätten wir. So, damit hätten wir die erste Krypta ausgeräumt. So, und mitgenommen haben wir eigentlich auch alles hier. So. So, was haben wir hier? Wir müssen natürlich die Augen offen halten wegen Buddelversteck. Und wegen auf Bäume klettern, wegen Nester hier ausräumen. So, ich glaube, was da oben war, das Nest, wo wir schon waren, oder? Herausforderung ist gerade, ja, ich weiß, aber. Warte mal. Was machen die Dinger jetzt eigentlich hier? Dafür hatten wir auch nicht. Ach so. So, ach so, okay. So, rechts von uns. Rechts von Lara. Genau, die Richtung. Da ist ein Dokument, soll hier irgendwo sein. Das ist hier irgendwie unter Tage. Könnte natürlich sein, dass das Grab. Ich weiß gerade gar nicht, ob das Grab so sich dreht. Dass wir dort, von hier sind wir gekommen, das Grab so weiter unterirdisch geht. Nee, Quatsch, warte. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Bin ich mir gerade ein. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Aber ich sollte recht haben. Da unten. Irgendwie hier runter. Aber. Nee, warte. Sind hier. Da unten. Ist ein Pfeil nach unten. Ich glaube, wir müssen ja irgendwie hier runter, war das gewesen. So, dazu brauchen wir aber erstmal die Kletterarzt. Da drüben geht es ja weiter. Das Ding halten wir jetzt mal offen hier, genau wie der, genau wie den Scheiß hier drüben. Wir gehen also hier hin zu diesem Relikt, zu dem Becherchen. So. Reicht mir aber langsam mit dir. Ja, rennt natürlich weiter. So, was war hier? Leuchtlose Pfeile, hä? Bist du bescheuert? So, nee, Quatsch. Hier müssen wir runtergehen. Nee, Quatsch. Hä? Bescheuert? Nee. Da kamen wir hier wieder hoch. So. Doch, hier kamen wir wieder hoch. Lass mal los. Komm mal. Du musst hier von hier aus. Irgendwas war mit der Ecke hier. Hier ist das Dokument. Das sieht ja so aus, als ob wir hier irgendwie weiterkommen. Ich glaube, das war wirklich von da drüben aus, wo man dann weiterkommt. So, wie gesagt, das lassen wir uns mal offen. Wir gehen mal zurück. Wir brauchen jetzt die Sachen versuchen, wofür wir eben die Sachen halt noch nicht haben. So, das ist Käse. Viel zu viel Zeit verschwendet. So, das Ding hier. Nee. Der Becher, der war hier oben drauf. Wir müssen ja irgendwie oben auf den Felsen rauf. Hier hoch. Kommst du hier hoch? Nee. Du wolltest gerade hier irgendwo durchkriechen, oder? Nee. Hochklettern. So. Geh mal. Ach, hier oben.
Hier, Kletteraxt. Hier brauchen wir Kletteraxt. So, kommen wir anders hier hoch. Guck mal da oben. Gerade Herausforderung geschafft. Hervorragend. So. Ich glaube, um dann Herausforderung abgeschlossen. Jawohl. So. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wir wollen jetzt in die Richtung. So. In die Richtung kommen wir aber nicht ohne. Genau. Von da aus würden wir, glaube ich, auch hier rüber kommen. Bilde ich mir gerade ein. Ja. Ich meine, im schlimmsten Fall müssen wir wirklich erstmal ein Stückchen weitergehen. An ein nächstes Lager. Ja, wir können wieder eine Fähigkeit benutzen. Wir haben wieder insgesamt 3 Fähigkeitenpunkte frei. So. Da drüben. Ja. Aber wie gesagt, da kommen wir erst mit Kletteraxt hin. Deswegen. Pass auf, ich würde das folgendermaßen machen. Aber. Das ist gerade. Ich würde nochmal versuchen, hier hinzukommen. Blumenpflück. Ja. Andernfalls würde ich dann erstmal, wir brauchen ja an vielen Stellen hier die Kletteraxt. Und ich würde erstmal versuchen, die Kletteraxt zu bekommen, bevor wir hier weitermachen mit der Sucherei. Ist am sinnvollsten, weil wenn wir hier nirgendwo hinkommen, was bringt uns das? So. Natürlich genau auf der anderen Seite, oder? Bei dem Grab irgendwo. Hier raus. Okay. Lara will also schon einsaugen hier. Stehe ich voll drauf. So. Machen mal die Biegung. Die Richtung. Genau. Da ist ein Monogramm eingestickt. PHF. Das muss für Percival Harrison Fawcett stehen. So, das Ding haben wir. So. Blumen pflücken, genau. Ich würde jetzt erstmal die Herausforderung hier ein bisschen im Auge behalten. Oh. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das muss ja irgendwie auf den Bäumen sein. Ich glaube, danach habe ich damals auch gesucht wie ein Ochse. Hier irgendwie. Das ist hier oben eins. Wir kriegen mal hier hoch. Ja. Hier ist eins. Blumenpflücken. Genau. Das sind die Dinger. Genau. Das sind wir aber. Ei, Entschuldigung! Da war aber noch irgendwo ein. Ich weiß auch gerade nicht mehr, ob das alles nur auf den Bäumen war oder auch unten. Da oben ist was. Das ist aber nur ein. Das ist nicht so was. So. Hier rüber. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Hier drüben. Da haben wir gerade Blumen gepflückt. Da drüben sind auch keine. Komm mal hier zurück. Ja, hör auf hier zu schreien, Mann. Was da unten noch zum Blumenpflücken? Nee, das ist hier für Heilung so in dem Busch. Genau. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie die jetzt verteilt sind, diese Blumenpflücke, die Blümchen. Da oben ist eins, oder? Da oben. Das sieht irgendwie danach aus. So, kommen wir da einfach hoch. Da oben. Können wir aber auch nicht runterschießen hier, oder? Okay. Soll ich so Pfeile herstellen? Naja. Komm, warte mal. Und da drüben. Wir müssten uns hinhangeln. Da drüben ist zum Beispiel auch noch eins. So, sehe ich gerade mit meinem Adlerauge. So, hier, guck mal, Blumenpflücken. Ja. So. 3 von 5. So, gibt es noch eins? Hier drüben? Ja. So. Und hier ist das letzte, genau.
Hervorragend. Herausforderung. Beide komplett abgeschlossen hier. Und in meinem damaligen Let's Play habe ich hier gesucht wie so ein Irrer. Nach beiden Herausforderungen. Jetzt haben wir beide hier relativ schnell geschafft, sag ich mal. So. So. Wie gesagt, weitergehen würde ich dann in der nächsten Folge direkt mit. So, hier kommen wir nicht direkt ran. Hier kommen wir nicht direkt ran. Hier unten auch noch nicht. Wir müssen tatsächlich erstmal weitergehen. Klingt doof. Aber hier drüben sind ja, also wir kommen ja noch nicht aus dem Dschungel raus. Das ist dann auch, hat ja noch eine Größe. Würden wir jetzt erstmal über den Felsen versuchen, da drüber zu kommen. So, geh mal runter hier. So. Geräuschlose Pfeile herstellen. Jo. So, warte mal. Ich muss doch mal gucken. Hier unten. Das ist tatsächlich. So. Warte mal. Das Ding ist hier gegenüber. Müsste ja eigentlich. Oder mussten wir doch von da aus hier irgendwie hin? Aber da war doch nichts. Können wir. Oder von hier? Ich bilde mir einen von der Felskante irgendwie aus. Warte mal, bevor wir jetzt weitergehen, will ich das erstmal wissen. Ob uns hier wirklich Ausrüstung dafür fehlt. Geh mal zurück hier. Was von da aus. Ich würde nochmal dort runter gehen. Am Ende haben wir doch dort irgendwas übersehen. Ich bilde mir tatsächlich ein, das hängt irgendwie mit unten damit zusammen. Aber halt nicht. Ja. So. Ja, geh mal runter hier. Aber nicht wirklich was. Noch den Felsspalt oder irgend sowas. So. Ich hätte auch gedacht, dass sie sich hier irgendwie rüberhangeln kann, aber nur vorsichtig herangehen. Nee. Ich musste irgendwie rüberklettern dort, ja, das weiß ich tatsächlich. Aber wie? Ja, okay, das ist hier unten, wie gesagt, das ist ja nur eine Pfütze. Also durchs Wasser haben wir auch keine Chance. Kriegen wir raus. Wenn wir nochmal da an die Stelle oben drüber gehen. Also das ist ja laut Pfeil natürlich definitiv unten. So. Ich sehe ja auch nirgendwo eine Kletterkante oder sowas. Wenn wir hier unten, das ist ja nur steiler Fels, also dass Lara hier irgendwie runterklettern kann, halte ich für ausgesprochen. Oh! Alles voll. So. Ich kann nicht mehr tragen. Also rein theoretisch weiß ich genau hier unter Lara. So. Voll. Halt. Aber kann natürlich auch sein, aber ganz da unten kommt er jemals hin. Das ist gerade. Da gab es hier irgendwo einen Durchgang. Hier hinten kommen wir gleich wieder zur Krypta. Hier hinten ist ja die Krypta, genau. Der Krypta aus, kommen wir hier irgendwie hoch. Nee, kommst du hier irgendwas zum drunter durchkriegen? Nee. Keine Ahnung. Weil das sind solche Stoppfelsen, wo ich viel sagen will, lauf hier nicht weiter. Nee. Keine Ahnung. Finden wir raus. Kriegen wir raus irgendwie in den nächsten Folgen. Gucken wir uns das ganze Ding auch mal nochmal von drüben an. Aber für heute würde ich sagen, machen wir erstmal. So. Meine. Da unten. Keine Ahnung. So. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dann lass es halt liegen. So, hier ist auch keine Kletter, also ich sehe hier wirklich nichts, wo wir da. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. So, Lara. Dann würde ich erstmal nochmal speichern an der Stelle hier.
Dass hier mit dem normalen Ziehen hier nicht runtergeht, das ist furchtbar. Das würde viel schneller gehen. So. LR. Ja. Gut. Damit hoffe ich natürlich, das ganze Ding hat euch ein bisschen gefallen hier. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo natürlich. Und besucht mich auch gerne mal auf Twitch TV. Link in der Videobeschreibung. Dankeschön. Ciao.